Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead. Wir wollen uns mal hier am Bahnhof umschauen. Wo ist Clementine? Wo ist Clementine? Weiß ich gerade nicht. Gucken wir uns mal um. Mysteriös. Oh, jetzt fehlt mir Doug, jetzt wo ich das sag. Mit der Jazzmusik und Doug so, der mit mir zusammen ermittelt. Es ist so scheiße, dass er tot ist. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie, so, ich finde das mit Carly auch richtig schlimm, aber das mit Doug tut mir gerade noch fast ein bisschen mehr leid irgendwie. Gerade weil er halt so der Witzbold war und ach, beide, es ist beides halt ein starker Verlust. Es sind beides zwei unterschiedliche Menschen gewesen, das eine halt ein Kind, das andere eine Erwachsene. Aber mein Gott, die war auch noch jung. Da ist Clementine. Was machst du hier in der Ecke? You should wait for me before trying to Ja, auf open jeden doors. Fall. Sorry. Luckily it's locked. We'll get better at working together. Ja, du musst aufpassen, Clementine. Echt jetzt. I can't see in there. Won't budge. Gut, dann müssen wir uns noch weiter umschauen. Was ist das hier? Doesn't look like that thing's worked in years. Was ist mit dem Schalter hier? Dann, ach so, eine Klingel, ne? Nee, zurück will ich eigentlich nicht gehen. Was ist mit der Tür? Ja, das hatte ich ja schon. Das bringt mir nichts. Jo, Zeitlupe. Oh, so why was... Oh nein, da sind Überlebende drinne, was? Somebody must have been pretty desperate. Survivors inside, oha. That paint has been dry for months. Dann ist sie auch wahrscheinlich... Dann ist es wahrscheinlich schon länger her, dass jemand da rumgemalt hat. Trotzdem heftig. So ein einsames Blümchen, was da stand. Habt ihr es gesehen? So, warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Hier ist irgendwie tote Hose. Was gut ist. Bloß keine Zombies. Die Stille ist aber schon fast wieder unheimlich. Finde ich. Dass gerade nichts passiert so. Dass man nicht weiß, was da drinnen los ist. Boah, da kommt bestimmt wieder so eine blöde... Ich muss schnell irgendwas drücken, Szene. Die ich wahrscheinlich wieder klicklich verkacken werde. Hoffentlich nicht. We'll have to find a way in. Jo, das weiß sie, glaube ich, mittlerweile auch. Oh, ich kann nichts machen. Wo habe ich mich denn jetzt nicht ordentlich umgeguckt? Er kann ja auch nicht mehr nach rechts gehen, ne? Nee, da ist wieder so ein Blümchen. Oh, noch eins. Noch eins. Clementine könnt ihr auch einfach Blumen pflücken gehen. Ja, wenn ich hier nicht reinkomme, dann komme ich hier nicht rein, ne? Dann, so. Sieht's aus. Das gibt's doch nicht. Warum sagt er auch hier mal, Hä? Was ist mit dem Brett? Oder hier unten an der Tür. Oder oben an der Tür. Oder hier, 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 hier. Guck mal hier. Mach doch mal da. The window's open up there. Maybe I could look in? Das könntest du tun, Clementine. Aber nur gucken. The window's open up there. Maybe. Maybe I could look in? Ja, dann mach mal. We'll have to find a way in. Why don't I put you on my shoulders and you can peek into genau. That window up there. Sounds good. So machen wir das. Komm. Hilf mit. Okay, I can see in. What do I do now? Spring rein, wenn du kannst. Wird schwer sein, die Tür zu öffnen. Was siehst du? What do you see? Lots of crates and stuff. Maybe we can find the key or figure out a way to knock this door down. Kenny'd probably have me pick the lock, which actually might work now that we have the time. I think I opened it. For real?
I think so. Wie cool. Er quatscht und sabbelt und theorisiert darum und sie, ich hab's aufgemacht. I'll be damned. Cool. Gut gemacht, Clementine. Kann man ihr das sagen? You okay? Gut gemacht. Jetzt lob sie doch mal. Let's go. Be careful. I'm supposed to tell you that. Ja, aber sie ist ja unsere kleine Partnerin und deswegen darf sie das auch sagen. Damn, it's dark in here. Maybe I can hold the door open? Don't like that. I'll prop it open with something. Hm. Aber sie offen halten, obwohl, kannst du das damit? Na gut, dann eben so. Ja, dann kommt auch mehr Licht durch. So, was haben wir denn hier so? That's exactly what we need. Over there? Yeah, we need to get in there and get that blowtorch. Okay, was sagt dazu Clementine jetzt, so dass sie aufpassen soll oder so? How we doing? Good. What do we need? Something to help us deal with the tanker out there. Okay. Kannst du die Tür einfach aufmachen? Locked up good. There are keys over there. For the gate? I hope so. Genau den da. Can't reach him from here. Was kann ich tun? Kannst du wieder irgendwas tun? Ah, ich sehe es schon kommen. Ich sehe es schon kommen. There's some space up there, but not much. We're lucky I'm so little. Yeah, we are. Scheiße, ich sehe es kommen, ey. Und dann packe ich sie darüber und dann passiert irgendwas. Manu. You okay going over the top of this fence? Yeah, definitely. The keys are on the opposite wall. Grab them and let's get this gate open. Go on and grab the keys, Clem. Come on, Ja. scoot. Mach. Behind Nein! you! Shit. Nein! Shit! Shit! Scheiße. Ja, ich hab gesagt, ich werde es verkacken. Ja, Leute, übertreibt mal nicht. Und Clementine darf sich das nicht angucken. Das werden wir gleich nochmal probieren, liebe Leute. Go on and grab the keys, Clem. Ich wollte euch natürlich nur die gefährliche Come Szene on, zeigen scoot. und wie es aussieht, wenn Lee stirbt. Wahrscheinlich soll ich die Waffe nehmen oder soll ich rauslaufen oder was soll ich eigentlich machen? Nimm die Waffe und dann. Genau. Und dann schlägst du damit voll drauf ein. Und jetzt den anderen. Schnell, 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 schnell. Komm schon. Komm schon. Yes. Das wollte ich euch nur gezeigt haben, wie Lees Gedärme aussehen. Das wolltet ihr doch schon immer mal sehen. Oha, Clementine. Mäuschen. It's okay, everything's fine. Das hast du aber gut gemacht, Clementine. Hast aufgepasst. Oh, Scheiße. Nein, nein, nein. Clementine. Keys, now! Ja, komm. Fuck, it's still locked! Fuck, Ja, it's still locked! Scheiße. Ja, komm. Kacke, echt. God damn. That didn't
didn't go so good. No, it did not go so good. But we're okay. Everything's okay. What's going on? I thought I heard a gunshot. We're fine. We found some walkers. You and an 8-year-old versus 3 of them, huh? Es war dumm, wir haben es geregelt. Kümmer dich um deinen Kram. We handled it. Yeah, it looks like. What if you hadn't? I'm gonna go make sure the noise didn't cause us any problems. That's a good idea. I hope you know what you're doing with her. Ja, ich nicht. Wir leben noch, nicht wahr? Ich auch. Me too. For her sake. Mann, die soll mir kein schlechtes Gewissen machen. Ich meine, ja, es lief nicht so super, aber wir haben es tatsächlich geregelt. Und Clementine hat das super gemacht und ich will ihr das sagen. Und er soll ihr das endlich auch mal sagen. Sag es ihr. Los, lob sie. You sure you're okay? Yeah, I'm a little shaky. It'll pass. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Ich sag es dir. Und andere Leute sollen sie halt nicht verunsichern. So, es ist für mich immer völlig in Ordnung, wenn in einem Zweiergespräch die Erwachsenen zu Lee sagen, hey, weißt du, was du tust? Pass doch auch auf sie. Denk daran, dass sie ihm irgendwelche Erziehungstipps geben. Ist alles in Ordnung und so, weil er hat ja halt kein Kind. Aber immer halt vor Clementine das zu machen, da bin ich dann, möchte ich dann immer so ein bisschen stärker reagieren, damit Clementine durch uns oder als Lee halt nicht verunsichert wird, weil wir sind gerade ihr Vorbild und wenn Lee verunsichert ist, dann verunsichert es halt auch Clementine. Also versuche ich deswegen dann immer so ein bisschen cooler halt zu reagieren, auch wenn ich natürlich innerlich weiß, dass andere vielleicht auch mal recht haben könnten. Das ist so der Grund. We got it. Let's go outside now. What did we learn? I'm not ready for a gun. Alles ist gefährlich. Du musst lernen abzudrücken. Wir haben gelernt, keine Angst zu haben. No, Clem. We learned that everything we will ever do is dangerous. We'll get better, smarter and faster, genau. Okay? Okay. Genau, das ist ein richtig guter Tipp. Das finde ich gut. They didn't have much business back then. Und das werden wahrscheinlich einfach die Zombies sein, die vorher die Überlebenden waren, schätze ich mal. Die mir sehr leid tun, dass sie hier drinnen waren. Warum sind sie aber nicht rausgelaufen? Hatten die zu viel Angst? Was ist passiert, dass die jetzt tot sind? Wurden sie einfach gebissen? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe das Blut natürlich auf dem Boden auch direkt gesehen, ne? So ist nicht, aber Pech. Ich meine, man muss ja trotzdem vorankommen. Wir haben ja keine Zombies gesehen, nur Blut. I found a blowtorch in the station. Should make quick work of the coupling up there. Excellent. I'll come up there with you to have a look. Ja, super. Gut. Sie unterhält sich wieder mit Clementine und ist die Erzieherin hier. Gut, wenn sie meint. Dann sprechen wir mal mit Omid. Think this'll work? Dude, you're cutting metal with fire. How could it not? Okay. Shit. What's up? The hose. Kein Problem, ich hab Klebeband. Turn it off, dude. I don't want my eyebrows burned off. Better plug that leak with yeah, something. Yeah, Klebeband. Klebeband. Juhu, ich hab's nämlich schon mit. Cool, hä? Da guckst du was. Da habe ich schon dran vorgedacht, Omid, alter Junge. That's crazy. Look at it go. Just about got it. Wow.
Thanks. No sweat, man. This thing is hanging by a thread. The smallest cut and it'll go. Okay. Dann, sagen wir jetzt den anderen Bescheid? Müssen wir das oder nicht? Oder wie? I can't reach it now. So. Mache ich jetzt? Doch nochmal nach hinten gehen? Nee. Was mache ich denn jetzt? I can't reach it now. It's too far off the edge. Muss ich jetzt da irgendwie runter oder so? Fire that thing up. Ach so. Muss ich dafür runtergehen? Irgendwie frage ich das die ganze Zeit. Muss ich dafür runtergehen? Muss ich dafür runtergehen? Ich gehe einfach mal runter und guck mir das mal von unten an. Wenn es irgendwie hilft. This would create one hell of a fireball if we tried to blast through. Ich glaube nicht, dass ich von hier irgendwas machen kann. More big shit to move. Gut, dann doch wieder nach oben. Lalalala. Was heißt, hier starte das Ding? Soll ich da jetzt einsteigen und... Ja, ich und so ein Technik hier, Handwerksscheiß, das ist echt genau das Richtige für mich. Geht total gut. Damn it, it was just about done too. Crap. Ja, dann noch weiter. Ja, ne? Läuft gut gerade. Wir kommen richtig gut voran. Can't reach it now. Ach so. Here, the weak portion of the coupling's out of my reach. You think it'll be within mine? No, but I'm gonna dangle you over Ach that so. Ledge. Ach so. The hell you are. So haben die das also vor. Geht klar. God, you're a real son of a bitch, aren't you? Shut up and start cutting. Nein. Shit. Fuck. Omi, cut, cut. I am. It's going. Pull me up. Alles klar, komm, 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 komm. Weg mit ihm. Can he go? Komm schnell. Leute, schnell. Shit. What the hell do we Runter. Do now? Schnell. Nein! Shit, wir springen. Komm, wir springen. Ja. We gotta jump. What? Oh doch. Komm. Das schaffen wir. Du bleibst, die anderen gehen mit deinem Frau springen, wie du willst. Jump! Doch. No! Jump, damn it! Still no! Fine! Nein! Shit! Komm schon, Omi, komm! Komm schon! Run! Lauf, 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 lauf! Ja, komm! You son of a bitch, save him! Nein! Na also. Ugh.
Speak for yourself. My leg is fucked. We're fine, Clementine. We're fine. Next stop, the Atlantic. We have to find a boat. We just have to. We will. Du schaffst das schon. Es ist einfach zu schlimm geworden. You'll be all right. I'll be alive, I guess. Blood in my heart. Blood in my brain, at least. I'll leave you to your thoughts. She's out cold like I've never seen. What the? Can't wait for you to get to Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, what I need... Holy shit. I thought that fucking thing was broken. So did I. Well, it sounds like somebody knows where we're headed. Who the fuck? I don't know, but I doubt we're gonna be happy when we find out. We're almost at the river. You want to get on a boat? You want to wait around till the walkers figure out we're here? We need to focus on finding the boat right now, Clem. Like we talked about on the train. I don't know how much longer he can keep on like this. If his leg gets any worse, we're gonna have to carry him. Or leave him. If I were you, I'd get out of the street now. Who the hell is this? Answer me, damn it! So when were you gonna tell us about the radio? Who have you been talking to? You come back here, I'll kill you. You understand? I will kill you! Tja, Leute, das war's schon wieder mit der nächsten Episode. Das war Episode 3 von The Walking Dead. Ja, auf was soll ich zuerst eingehen? Ich behalte die ganze Zeit diesen Gedanken für mich, weil ich jetzt nicht zum Reden kam. Ich wollte natürlich Omid nach oben zum Zug nehmen, aber wie immer bin ich nicht so schnell mit dem Controller. Und dann ging der so auf sie. Ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißt, Krista. Auf jeden Fall... dachte ich dann, okay, dann nehme ich sie. Hauptsache, ich nehme jemanden, weil eigentlich wollte ich beiden hochhelfen. Es tut mir natürlich sehr leid, aber sie muss ja auch nicht gleich so ausfallend werden, weil es war in dem Moment einfach, was? Hauptsache, ich greife irgendeine Hand so ungefähr. Ja, und jetzt gehe ich mal auf die Statistik ein. Du und 40% der Spieler haben sie erschossen. Okay, andere nicht. Alles klar, heftig. Andere haben gedacht, ja, scheiß drauf, wir wollen... durchkommen, also muss jemand anderes auch mal dafür draufgehen. 42% der Spieler haben sie zurückgelassen. Lilly. Auch das haben andere nicht gemacht. Wundert mich fast ein bisschen nach der Aktion. Vielleicht aus dem Grund, weil manche Leute wissen wollten, was noch kommt oder was passiert, wenn wir sie noch bei uns haben oder so. Ich weiß es nicht. Du und 44% der Spieler haben ihm Vernunft eingeredet. Okay, das haben auch nicht
überaus viele geschafft, sag ich mal. Andere waren vielleicht dann doch irgendwann zu genervt oder so oder haben gedacht, es ist besser, ihn so richtig mal wach zu rütteln oder so, kann auch sein. 79% der Spieler haben ihn erschossen. Ja, die meisten haben Duck auch erschossen, als Lee, also nicht den Vater das haben tun lassen, Kenny halt, sondern das selber übernehmen sozusagen, damit, wie Lee so schön sagte, keine Eltern sollten so etwas tun müssen. Das finde ich gut, dass die Spieler so denken, sag ich jetzt mal. Und dann gibt's Leute, die haben Omid nicht geholfen. Das war jetzt die letzte Entscheidung, die ich, wie gesagt, nicht bewusst getroffen habe. Das war einfach nur, hätte ich Omid schnell die Hand geben können, hätte ich ihn auch hochgezogen. Ich glaube, das ist auch eine Reaktionsgeschichte, was ein bisschen fies ist, weil das ja nicht so dieses, ich lese jetzt schnell durch und entscheide mich für die Antwort, die mir als erstes in den Kopf geht, die ich gut finde, sondern es ist ja so ein Reaktionsding eher, was halt nicht heißt, dass der Rest, die jetzt, also dass die, die jetzt Omid nicht genommen haben, ich ihn auch vielleicht wie an meiner Stelle genommen hätten. Das kann ja auch sein. Tja, wir sehen uns in der nächsten Episode von The Walking Dead. Wie fandet ihr die Episode? Ich fand sie unglaublich traurig. Es sind viele Verluste gewesen und mal gucken, wie es in der nächsten Episode aussieht. Ich bin sehr gespannt und ich hoffe, ihr bleibt dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.